Hallo und ein sehr herzliches Willkommen. Ihr seid bei Würzburg Fotos und das ist das Sonntagsvideo für euch. Das heutige Sonntagsvideo kommt aus dem Herzen der Würzburger Altstadt. Nicht etwa vom Dom oder vom Vierröhrenbrunnen, wo ich gerade gestartet bin, sondern in allererster Linie geht es heute in diesem Video um die Augustinerstraße, in der es sehr viel zu sehen und zu entdecken gibt. Das Thema und dieses Video hatte ich ja vor einigen Wochen im Livestream bei YouTube schon mal angekündigt. Ja, und heute ist es soweit. Ich bin hier am Donnerstagabend unterwegs, kurz nach 18 Uhr. Da ist noch schönes Sonnenlicht und es sind nicht mehr so viele Leute unterwegs, sodass ich hier halbwegs ungestört filmen kann, hoffe ich mal. Und jetzt gucken wir uns mal an, was es in dieser Straße zu entdecken gibt. Die Straße heißt ja Augustinerstraße, hatte aber ursprünglich auch mal ganz andere Namen. In der Vergangenheit war das auch mal die Augustinergasse und es gab noch andere Namen dazu, aber dann später mehr. Und der erste Ort, dem ich mich hier widmen möchte, das ist das Ämterhochhaus hier auf der linken Seite. 1930 gebaut war es Würzburgs und Frankens allererstes Hochhaus überhaupt. Damals errichtet im Architekturstil der neuen Sachlichkeit. Den findet man an so manchen Stellen in Würzburg, zum Beispiel auch noch am alten Gaswerk in der Stenderbühlstraße, also in Grombühl, hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Und ganz kurz noch was zu diesem Architekturstil. Der kam Anfang der 20er Jahre auf, hielt gut 10 Jahre an und ist nicht nur zu finden in der Architektur von Gebäuden, sondern auch in der Kunst, in der Literatur und auch bei Gebrauchsgegenständen gibt es den Stil der neuen Sachlichkeit. Wie zum Beispiel bei dieser hübschen Kaffeetasse mit Untersetzer. Auch das ist neue Sachlichkeit, nebenbei bemerkt. In Würzburg ist das Hochhaus bekannt als Ämterhochhaus, denn da waren früher diverse Amtsstuben drin, wie zum Beispiel das Schulamt der Stadt Würzburg. Es heißt offiziell aber eigentlich Hans-Löffler-Haus, benannt nach Hans Löffler eben, der in Würzburg Oberbürgermeister war, bis die Nazis ihn 1933 aus dem Amt holten. Nach dem Krieg war er dann nochmal für 2 Jahre der Oberbürgermeister, bis er dann im hohen Alter selber aus dem Amt als OB zurückgetreten ist. Ja, und das Gebäude steht schon einige Jahre jetzt so eingerüstet da, wie es hier zu sehen ist. Warum das so ist, das ist eine ziemlich lange Geschichte, die eigentlich jetzt schon ja, gut 20 Jahre anhält und immer noch kein wirkliches Ende gefunden hat. Seit 1974 steht das Haus unter Denkmalschutz und ist seitdem auch immer wieder mal umgebaut und renoviert worden von der Stadt. Im Jahr 2000, also vor 20 Jahren inzwischen, hatte die Stadt Würzburg zuletzt richtig viel Geld investiert und es hatte damals nicht den Anschein, als wäre das Haus irgendwie baufällig. Vor 16 Jahren dann aber ist dann ein Stück Beton hier auf die Straße gefallen in der Augustinerstraße und dann haben Statiker festgestellt, dass das ganze Haus gravierende Schäden hat und dann ist es ruckzuck förmlich über Nacht geräumt worden. Alle Beamten und die Amtsstuben mussten sich einen neuen Ort suchen und seitdem, sprich seit 16 Jahren, steht das Gebäude mehr oder weniger so eingerüstet an dieser Stelle und es ist immer noch nicht so ganz klar, was daraus werden soll. Es gab die Überlegung, das Ding zum Beispiel abzureißen und was Neues zu bauen, ein neues 10-stöckiges Gebäude. Klagen vor Gericht von verschiedenen Stellen haben das dann aber verhindert und so wurde der Bebauungsplan dann auch allerhöchstrichterlich zurückgezogen. Und seit 2016, also jetzt seit 4 Jahren, gehört es der Hans-Löffler-Haus Augustinerstraße GmbH. Ganz schön sperriger Name. Ja, der Plan für das Ämterhochhaus hier in der Augustinerstraße sieht jetzt vor, dass das Haus abgerissen und dann originalgetreu wieder aufgebaut werden soll. Und jetzt erst im April, also vor wenigen Monaten, ist der Bebauungsplan von der Stadt genehmigt worden. Und das bereits nebenan abgerissene Haus, das wird dann durch einen Bau aus Glas und Beton ersetzt. Bin mal sehr gespannt, wie das hier dann eines Tages aussieht, wenn es irgendwann fertig ist. Betreten der Baustelle verboten seit fast 2 Jahrzehnten gilt dieses Schild für das Gebäude in der Augustinerstraße. Man kann durch die Zäune nicht so viel erkennen, deswegen hebe ich als großer Mensch die Kamera einfach mal über den Zaun und dann könnt ihr
den Eingangsbereich im Stil des Jahres 1930 hier noch ganz eindeutig erkennen. Und man sieht auch die Stützen zwischen Boden und Decke, die das Haus vor dem vermeintlichen Einsturz bewahren sollen. Ja, hoffentlich halten sie gut. Nicht nur, wenn ich da jetzt vorbeilaufe, sondern grundsätzlich, damit da nichts mehr passiert in Zukunft. Und direkt gegenüber vom Ämterhochhaus befindet sich eine echte Institution in Würzburg. Gemeint ist das Odeon. Und ich meine jetzt nicht die Odeon-Lounge, die Jüngeren von uns als Diskothek heute kennen, sondern das, was hier früher war und was der Namensgeber für die Odeon-Lounge war. 1896 ist das Gebäude ursprünglich errichtet worden, und zwar nachdem die Augustinerstraße deutlich verbreitert wurde. Früher hieß sie nämlich mal Augustinergasse und war eine wirklich, wirklich enge Straße. So eng, dass die Straßenbahn hier nur eingleisig fahren konnte. Und als es dann eben verbreitert worden war, da ist dann das Odeon hier errichtet worden. Und zwar als Odeon Varieté Theater. Auf dieser Postkarte aus dem Jahr 1903 sieht man den Direktor Hans Hammerbacher mit stolz geschwellter Brust und seinem gezwirbelten Schnurrbart. Nach dem Tod Hammerbachers wurde das Haus dann 1913 von seiner verwitweten Frau Therese geführt. Und der Chef war dann ein gewisser Karl Drechsler, dessen Brust offensichtlich nicht weniger stolz geschwellt war angesichts der Tatsache, dass er das einzige erstklassige Varieté-Theater am Platze leiten durfte. Das Odeon hatte nämlich, wie man heute in den Geschichtsbüchern lesen kann, seinerzeit einen überregional exzellenten Ruf und wurde zu Kaiser Wilhelms Zeiten zu den besten Varieté-Bühnen in ganz Deutschland gezählt. Der Name Odeon hat natürlich so gesehen nichts mit Würzburg zu tun, sondern das ist ein Begriff, der aus der Antike stammte, den man sich damals bediente. Und in der Antike war das eben ein Gebäude, das für Aufführungen und Wettkämpfe in Gesang und Instrumentalmusik sowie für Vorträge zum Beispiel genutzt wurde. Naja, Instrumentalmusik gibt es heute immer noch in diesem Gebäude, deswegen passt der Name nach wie vor. Das ist der Eingangsbereich zur heutigen Diskothek oder Lounge, wie man sagen würde, zum Club eben. Früher war das in Würzburg ein Kino gewesen, ein sehr bekanntes. Und das war das einzige Raucherkino in Würzburg. Das heißt, man konnte hier während des Films Zigaretten rauchen, heute kaum noch vorstellbar, aber damals ging das eben. Und hier an der Seite, wo heute auf die Veranstaltungen des Clubs hingewiesen wird, da waren früher die Plakate von den Filmen drin, die eben als nächstes gezeigt wurden. Es gab hier drin auch ein kleines Pornokino. Das weiß ich noch von früher, dass da auch immer so Aushänge gestanden waren, die eben auf diese Filme verwiesen. Und hier auf der linken Seite im Gebäude war früher ein Sexshop gewesen. Da kann ich mich auch noch als Kind an diese sehr, sehr auffällige Schaufensterdekoration erinnern. Da war eine schwarze Folie auf dem Schaufenster hier geklebt und da war eine Frau ausgeschnitten, die sich da so lässig hindrapiert hatte. War sehr, sehr auffällig. Sexshops gab es ja früher einige in Würzburg. Heute gibt es nur noch einen einzigen in der Textorstraße. So, und jetzt gehe ich mal an die Rückseite des Gebäudes, denn da gibt es noch eine Tafel, die aus den Anfangstagen des Odeon Varieté erzählt. Die gucken wir uns jetzt gerade mal an. Wie eingangs erwähnt, hatte die Augustinerstraße in der Vergangenheit verschiedene Namen. Das war eben mal die Augustinergasse, aber eben auch die Ritter-Sankt-Jörgen-Gasse, auch die Georgengasse und die Rittergasse. Und wer sich jetzt sagt, Moment mal, Rittergasse ist doch die hier, da steht sogar das Schild da oben, hat natürlich recht. Heute ist das hier die Rittergasse, aber früher war es mal die Augustinerstraße. Und dann ist die Rittergasse umgezogen in die Rittergasse, die sie heute ist. Etwas verwirrend, aber so ist es eben. 1184 taucht dieser Name in Würzburg übrigens urkundlich erstmals auf als Platea St. Georgi, der von der Kapelle zum Heiligen Georg, dem Patron der deutschen Ritterschaft, stammt. Woher dann wahrscheinlich auch der Name der Rittergasse kommt. Hier auf der Seite übrigens ein Museum, könnte man sagen, das Teppichantiquariat Kelim. Das ist der Ausstellungsraum, vorne in der Büttnergasse ist das Geschäft. Das hatte ich euch mal in meinem Video über die Würzburger Stadtmauer gezeigt, denn da vorne im Geschäft, da sind auch noch Reste von der ersten Würzburger Stadtmauer zu sehen. So, Rittergasse bin ich immer noch. Ich glaube, auch diese Seitengasse hier ist Rittergasse, wenn mich nicht alles täuscht. Es sind zumindest keine Straßenschilder hier. Das Gebäude mit der glatten Fassade ist das Odeon von der Rückseite. Hier kam man früher nach dem Kinofilm auch raus, wenn mich nicht alles täuscht, über die breiten Türen, wenn man nicht vorne rausging. Und wenn man da hochguckt, dann findet man eben hier den Hinweis auf das Varieté Odeon. Sieht schon so nach 20er Jahre aus oder ein bisschen früher besser gesagt.
Das Ende für das Varieté kam dann im Jahr 1923 mit dem Ersten Weltkrieg und der darauf folgenden Inflation. Und so wurde aus diesem Varieté dann ein Lichtspielhaus, so nannte man es damals, heute würde man sagen ein Kino. Und dieses wurde vom Kommerzienrat Ludwig Scheer damals eröffnet, dem Würzburger Kinopionier, wenn man so will. Jahre später hat er sich dann mit den Nazis angelegt, weil er sich geweigert hat, in seinem Lichtspielhaus die NS-Filmpropaganda zu zeigen. Ein Mann mit Zivilcourage. Ja, dafür hat er mit den braunen Schergen dann auch reichlich Ärger bekommen und musste einiges erdulden. Und trotzdem hat er weitergemacht und hat nach dem Krieg dann diverse Kinos eröffnet, unter anderem eben das Odeon und auch das Corso-Kino gehörte ihm und das legendäre Bavaria, alles Kinos, die es heute in Würzburg ja leider nicht mehr gibt. Aber er ist ein wirklicher Kinopionier in Würzburg gewesen. Zurück auf der Augustinerstraße, an der Straßmann-Haltestelle, die jetzt nach einigen Wochen Umbauzeit wohl so gut wie fertiggestellt zu sein scheint. Die ist jetzt barrierefrei ausgebaut worden und auch ein Stückchen höher gelegt worden. Und es ist so ein Zaun hingebaut worden, der verhindert, dass man direkt aus der Strabber auf die Straße rennt. Für Kinder, vor allem hier nach der Schule zum Beispiel, sicherlich eine gute Sache. Gegenüber ist ja die St. Ursula-Schule, dazu später noch ein bisschen mehr. Und von der Stelle aus können wir jetzt wunderbar zurückgucken in die Augustinerstraße und mal Vergleichsbilder, historische Bilder ansehen. 1910 sah es in der Augustinerstraße so aus. Das Einzige, was damals schon so war, ist offensichtlich der Grafen-Eckert-Turm im Hintergrund. Etwas deutlicher wird der Vergleich dann schon im Jahr 1930. Da erkennt man schon eher Dinge, die heute noch so sind wie damals. Auf der rechten Seite zum Beispiel die St. Ursula-Schule. Und das Ämterhochhaus, das gab es damals auch schon. Links an der Ecke steht ein schönes Haus aus der Gründerzeit. Davon muss es damals ja wirklich viele in Würzburg gegeben haben. Bis das Jahr 1945 und der 16. März kam, kein Haus stand danach noch. Alles lag im wahrsten Sinne des Wortes in Schutt und Asche, auch hier in der Straße. Die Architektur, die man hier heute also sieht in der Straße und in vielen in Würzburg, ist also eindeutig, bis auf sehr wenige Ausnahmen, Nachkriegsarchitektur. Im Advent des Jahres 1262 kamen die ersten Augustinermönche nach Würzburg und waren dann natürlich auch Namensgeber für die Straße. Und ihre Heimat fanden sie hier an dieser Stelle. Heute steht hier die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Ursprünglich war das aber der Standort des Augustinerklosters gewesen. Von diesem ehemaligen Gebäude, das hier bis zum Krieg stand, gibt es heute nur noch ein paar wenige Aufnahmen. So sah das hier im Jahr 1910 aus. Damals war das allerdings natürlich kein Kloster mehr, sondern das sogenannte Alte Gymnasium. Das gibt es heute in Würzburg übrigens auch noch. Und das ist genau genommen das Wirsberg-Gymnasium, was ja förmlich ums Eck ist. Und ein weiterer Blick aus der Neubaustraße zeigt auch ganz gut, wie es hier um 1929 aussah. Auch die Straßenbahn, die die Neubaustraße in Richtung Sanderstraße überquert, die gab es damals schon. Ja, im Krieg ist alles zerstört worden. Und so stand auch an dieser Stelle über 10 Jahre nach dem Krieg die Ruine des Klosters bzw. eben dieser Schule. Das einzige Gebäude, was heute noch an dieses Kloster erinnert, das ist der ehemalige Gartenpavillon an der Rückseite des heutigen Gebäudes. Und da gehe ich gerade mal hin, denn das ist im Zuge der Renovierungsarbeiten für die Polizeiinspektion öffentlich zugänglich gemacht worden. Das können wir uns also mal angucken. Und im Zuge der ganzen Umbaumaßnahmen hat man das hier auch ganz hübsch gestaltet und stellt eben Gemeinsamkeiten zwischen Gegenwart und Vergangenheit dar. Das kann man nämlich hier oben sehen. Alle, die auf diesem Gelände tätig waren, hatten sozusagen gemeinsame Werte. Zu Beginn waren es die Mönche des Augustinerordens, dann die Lehrkräfte des humanistischen Gymnasiums. Und heute wirkt an dieser Stelle die Polizei, die Werte schützt. Das ist der besagte Pavillon, der auch, wenn mich nicht alles täuscht, umgezogen ist. Weil ursprünglich stand er nämlich nicht hier auf der Ecke, ich glaube es zumindest, sondern der war hinten auf dem Gelände gestanden, da wo heute die Einfahrt für die Garage ist mit dem Betongebäude. Da konnte man früher auch nicht hin, weil er eben auf dem Polizeigelände war. Heute ist es hier ein eigener Bereich. Man kann also das einfach anschauen, wenn man das möchte. Hier gibt es auch noch eine Tafel, die über das Kloster erzählt und über Martin Luther, der hier zu Besuch war auf der Durchreise, hat er nämlich auch mal Station in diesem Kloster gemacht. Und an dieser Stelle jetzt eine sehr interessante Tafel mit einem Zeitstrahl, die im Jahre 600 beginnt und im Jahre 2000 endet, mit allen möglichen Informationen über das, was hier in der Vergangenheit war und heute ist. Und es werden auch zwei Fotos gezeigt.
die Ausgrabungen dokumentieren, die hier stattgefunden haben. Da kann man also die Fundamente sehen des alten Klosters und einige Skelette, die auch zu diesem Kloster gehören. Das alles ist gefunden worden, als die ganze Polizei eben umgebaut und renoviert worden ist. Ab 1956 wurde dann die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit einem Bau im Stil der Nachkriegsmoderne hier errichtet. Als ich kürzlich mit dem Video mal zwischen Dom und Residenz unterwegs war, sprach ich bei der Mozartschule schon über diesen Architekturstil und die Ähnlichkeit zwischen dem Motz und dem Polizeigebäude, die ist auch recht deutlich und kommt einfach daher, dass beide Gebäude vom Architekten Rudolf Schlick errichtet wurden. Und Schlick war in Würzburg zwischen 1948 und 1968 auch der Leiter des städtischen Hochbeamtes und natürlich eben Architekt. Ja, und die Polizei, die sorgt unter anderem von dieser Stelle in Würzburg für die Sicherheit in der Stadt und verfolgt bearbeitet im Jahr rund 10.000 Straftaten aus allen Deliktbereichen, also grob gesagt alles zwischen Gewaltverbrechen, Drogendelikten, Betrug, Diebstahl, Sachbeschädigung und so weiter. Alles Dinge, die man nicht braucht. Ja, wenn man das jetzt mal so umrechnet, bei fast 130.000 Einwohnern in Würzburg gerät also pro Jahr im Schnitt jeder 13. von uns mit dem Gesetz in Konflikt. Die Aufklärungsquote der Würzburger Polizei erreicht übrigens statistisch gesehen einen Wert von rund 65% und damit liegt sie deutlich über dem Landesdurchschnitt. Und ganz nebenbei bemerkt, das hier ist die größte Polizeidienststelle in ganz Bayern. Die steht also nicht etwa in München oder Nürnberg, sondern bei uns in der Augustinerstraße. 2012 ist das Gebäude renoviert worden, hatte ich ja vorhin schon erzählt. 18 Millionen Euro hatte der Freistaat Bayern dafür damals in die Hand genommen. Und dabei ist auch dieser Anbau entstanden. In Würzburg wird er von manchen Leuten spöttisch als das Aquarium bezeichnet. So habe ich es zumindest kürzlich mal bei Facebook gelesen. In meinem Film über die Augustinerstraße will ich natürlich nicht die wichtige Schule am Platze hier auslassen. Gegenüber befindet sich die St. Ursula Schule in Würzburg. 1400 Schülerinnen sind hier drin in einer Realschule und einem Gymnasium. Und es ist ein echt traditionsreiches Haus in Würzburg. 1712 nämlich, da gründeten die Ursulinerinnen von Kitzingen aus ein Kloster und eine Volksschule in der Dominikanergasse in Würzburg. Und 1725 sind sie dann umgezogen, die Schwestern, in das aufgelassene Antoniterkloster hier in der Augustinerstraße in Würzburg. Wird sie auch Nonnenbunker genannt, die Schule, denn hier sind ja Nonnen, die unterrichten. Deswegen hat es so ein bisschen diesen spöttischen Beinamen. Da gibt es auch eine sehr alte Ansicht, 120 Jahre alt, aus dem Jahr 1900. Eine Postkarte mit Grüßen aus dem Institut der Ursulinen. Klingt ja sehr gestreng. Und die letzte Einstellung für mein heutiges Sonntagsvideo kommt direkt vom Mainufer. Ihr seht ja sofort, heute ist so ein richtig schöner Sommerabend mit tollem Sonnenuntergang. Das will ich mir an dieser Stelle natürlich auch nicht entgehen lassen. Das Video endet auf alle Fälle hier und ich freue mich wie immer sehr, wenn es euch gefallen hat. Heute war es ja wirklich vollgestopft mit Informationen und auch einigen historischen Bildern. Ich weiß, dass es viele von euch richtig gerne mögen und wenn es irgendwie möglich ist, mache ich das natürlich auch gerne. Teilt das Video gerne mit all euren Freunden und schreibt auch gerne viele Kommentare. Vielleicht wart ihr ja auch in der St. Ursula Schule oder kennt noch das Odeon als Kino, beziehungsweise vielleicht wart ihr auch mal im Ämterhochhaus drin. Davon lese ich gerne in den Kommentaren. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert, sowohl bei Facebook als auch bei YouTube. Damit könnt ihr mich nämlich am meisten motivieren, immer weiterzumachen mit dem Sonntagsvideo. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und damit tschüss und ade, bis zum nächsten Mal. Und das wie immer hier bei Würzburg Fotos.